Ich befinde mich hier im BMSA 2, dem Berlin Magnetically Shielded Room 2 der PTB in Berlin, im Fachbereich 8.2 Biomagnetismus. Messungen, die wir hier durchführen, sind zum einen physiologische Sachen im Biomagnetismus. Zum anderen machen wir auch Messungen über Grundlagenphysik und auch Materialcharakterisierung. Für diese Aufgabe braucht man eine besondere Messumgebung, die wir hier in Berlin haben. Das ist der BMSA 2, die weltweit bestgeschirmte Kabine, die auch begehbar ist. Der BMSA 2 selbst besteht aus 7 Lagen hochpermeablen Material, sogenanntes Mu-Metall, das eine Eisen-Nickel-Legierung ist, und einer zusätzlichen Wirbelstromschirmung. Damit erreichen wir ein Restfeld in der Kabine von unter einem Nanotesla. Man kann das sehr gut vergleichen mit dem Erdmagnetfeld, sagen wir 50 Mikrotesla. Wir sind also 50.000 mal kleiner als das Umgebungsfeld außerhalb der Kammer. Die hohe Anzahl an Mu-Metall-Lagen ist notwendig, um einen sehr hohen Schirmfaktor bei sehr niedrigen Frequenzen zu erreichen. Als Zahl kann ich nennen, bei einer Frequenz von 10 mHz erreichen wir einen Schirmfaktor von 10 Millionen. Solche hohen Schirmfaktoren sind notwendig, um langsame physiologische Prozesse im menschlichen Körper zu messen, wie sie zum Beispiel auch bei Gehirnaktivität auftreten können. Die Kabine ist nur ein Teil des Aufbaus. Wir haben hier auch sehr empfindliche Sensoren, sogenannte Squid-Systeme, die es erlauben, diese hochempfindliche Messumgebung auch wirklich auszunutzen. Was jetzt im Moment aufgebaut ist, ist ein Aufbau für Grundlagenexperimente der Physik. Man hat hier hyperpolarisiertes Helium-3, das wir auch hier vor Ort vorbereiten. Und wir gucken uns die Spinpräzision im sehr niedrigen Magnetfeld an. Gegenwärtig untersuchen wir die Wechselwirkung potenzieller dunkler Materie mit präzedierendem Helium-3, um potenzielle dunkle Materie hier direkt nachweisen zu können. Ein weiterer Bereich, den wir hier durchführen, ist magnetische Charakterisierung von Materialien und Sensoren. Die ESA war hier vor Ort und hatte für ihre Mission Solar Orbiter ihren Messarm eingebaut, um zu charakterisieren, wie die Sensoren funktionieren und ob Übersprechen oder Störungen gegenseitig wirken. Das erlaubt dieser Raum sehr schön, da er eben frei begehbar ist und ein zusätzliches System hier hat, bei dem wir Charakterisierungen von magnetischen Materialien durchführen können. Der BMSA 2 bildet sozusagen das Flaggschiff für das neu installierte Gerätezentrum Meteorologie für ultraniedrige Magnetfelder und erlaubt es externen Nutzern, die einzigartigen Messeinrichtungen zu nutzen. Somit können externe Firmen aus der Industrie, Forschungsinstitute oder auch Hochschulen in Zusammenarbeit mit uns einzigartige Forschung durchführen.